Hallo und willkommen zurück zum hoffentlich letzten Aufnahmesitzung von Prince of Persia Sands of Time. Oh, mein Prinz guckt auch schon ganz traurig. Oh, meiner nicht. Ja, meiner hat so die Arme hinterm Rücken verschränkt und guckt beschämt zu Boden. Nee, meiner guckt, wie seine Verletzungen rumheilen. Und jetzt macht er Gymnastik. Naja, aber egal. Wir haben nur noch 17% Spiel vor uns und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das heute schaffen. Ja, das ist der feste Plan. Super. Gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir los. Los geht's und hey. Kann ich das Gold mitnehmen? Ach halt, ist eh meins. Ich bin der Prinz. Da ist das Sandöhrchen ja endlich. Nun, hau auf die Sanduhr. Ich soll auf die Sanduhr rauf, ach Fahrrad, du machst es unnötig kompliziert. So, wenn ich jetzt noch wie ich auf die Sanduhr drauf komme. Sprach sie. Oh, ich habe wieder Videosequenz, es ist wieder alles so leise. Ach, Videosequenz? Ja, nee, ich habe noch keine Videosequenz. Schnell. Farah schreit mich nur an, ich soll aufpassen und hintereinander aufpassen. Passt auf, schnell! Prinz Wandlauf und... Prinz... Geht doch, Prinz. Jetzt habe ich auch endlich wieder Sequenz. Und steckt ihn in die Mitte der Kuppel. Wie ist der Dolch da hingefallen? Meines Vaters Armee plünderte euren Palast ein, nahm euch als Sklave. Was? Ich verlor. Ihr habt allen Grund, mich zu hassen. Wovon sprecht ihr überhaupt? Und nun soll ich euch vertrauen? Macht schon! Es ist keine Zeit! Yamarut. Ach, Prinzi. Warum zögerst du denn immer so lange? Das hast du jetzt wieder davon. Der Dolch! Er darf nicht in seine Hände fallen! Ich stellte mich dem Freund. Ich sah in seine Augen. Und ich verlor. Ja, zerstören kann ich gut, Pfarrer. Alles. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo seid ihr? Ich bin hier. In den tiefsten Untiefen. Im Spotlight. Den Dolch in der Hand. Das verlässt du bald wieder für eine große Nebelwand. Ihr haltet euch für den Besten der Besten. Aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten. Alles, was sie können, ist kämpfen. Alles Geschehene war mein Werk. Warum habe ich euch vertraut? Nenn mich Zerstörer, Farah. Okay, Zerstörer, Farah. Wie weit bist du mit deiner Sequenz? Ich sehe Nebel. Das, den siehst du noch ein Weilchen länger. Vor allem Nebel zu sehen, wenn man dabei nichts hört, ist sehr interessant. Glaub mir, so viel mehr höre ich auch nicht. Wo muss ein Weg nach draußen sein? Nein. Oh, ich bin soweit, es muss einen Weg nach draußen geben. Alles Geschehene war mein Werk. Lehrte mich meine Mutter ein Geheimnis. Ich wollte Ehre. Ich höre manchmal so Wortfetzen des Prinzen unter meinem Kopf. Oh, warte, Klapp halten! Und eine magische Tür tut. Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll. Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Uns beerdigt. Und wie lautet das Wort? Wir sind Kakolukiam. 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 Ich bin begeistert. Nichts, nicht wahr? Ihr zittert. Also ich sehe immer noch Nebel und höre Wortfetzen vom Prinz. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Ja, irgendwo muss ein Weg nach draußen sein, genau. Als Kind lehrte mich meine Mutter. So, ich könnte mich wieder bewegen. Ich noch nicht. Ich stehe hier unten gut. Ich weiß zwar nicht, wo Farah hin ist. Diese Videosequenz muss ich mir mal irgendwann nochmal in der Videodatei gucken. Vielleicht verstehe ich dann, worum es geht. Aber diese Nebelwolken sind schön.
Also ich sag's immer so, das magische geheime Wort, was Farah von ihrer Mutter beigebracht bekommen hat, lautet Kakulukiam. Kakulukiam. Das kann ich mir merken. Kakulukiam. Ah, ich kann mich bewegen. Du kannst dich bewegen! Boah. Was ist Farah? Farah, bist du? Ja, das sind die Klimper-Klimper-Vorhänge. Ja, aber sie klimpern nicht. Nee. Und sie sind viel zu lang und zu weit, als dass da irgendwo dieser wunderbare, tolle Springbrunnen kommt. Es geht so weit bergab. Und dabei sind wir schon so unglaublich weit runtergefallen. Eben, Prinz, warum wollen wir weiter nach unten? Zum Mittelpunkt der Erde. Aber die Sanduhr war oben. Die diffundiert da nach unten durch, wenn wir lang genug warten. Ja, da muss Prinz sie schon sehr lange warten, obwohl er hat den Dolch der Zeit. Vielleicht kann er da was ändern mit. Ja, eben. Oh, Prinz. Bald laufen wir nur noch an der Wand lang. Also ich drücke schon nur noch den linken Stick nach vorne und bewege mit dem rechten die Kamera. Oh, ich sehe eine Tür. Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Wundervoll. Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Muss ich das verstehen, Farah? Also hier gibt's schon mal Wasser. Ich suche nach euch. Ich gehe einfach mal durch eine von diesen Türen. Ich suche nach euch. Das war falsch. Nehmen wir die Tür. Okay, jetzt muss ich einen Trick geben. Gucken wir uns die durch hier. Ich bin hier. Ich suche nach euch. Okay, ich kann hier nichts zerstören. Gut, es ist jetzt bislang nichts. Wo seid ihr? Hier bin ich. Wo Farah? Mit hier bin ich, kommen wir hier nicht weiter. Hier könnte so ziemlich überall sein. Hier bin ich. Also ich bin einmal im Kreis gegangen, mir ist nichts aufgefallen. Sollen wir ein Bad nehmen? Wo seid ihr nur? Wo seid ihr? So, gucken wir uns doch mal diese Statue näher an. Hier bin ich. Wo seid ihr? Ach Mensch. Wo seid ihr? Hier bin ich! Boah, Farah, das nervt. Hä? Farah? Das war der erste. Was zum... Also das wird langsam lächerlich. Ich kapier's nicht. Farah? Wenn du nur bleiben kannst, mich einfach in eure Arme. Mit wem redet ihr denn da? Also ich bin durch den... dritten durchgegangen? Könnt ihr mich hören? Nein. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ja, es muss eine Erklärung dafür geben, Prinz. Sehe ich auch so. Farah? Farah, wo seid ihr? Ich gehe durch den vierten durch und komme aus dem fünften wieder raus. Hier bin ich. Farah? Oh! Sekunde, durch den fehlt Wind. Farah? Ah, hier geht eine Treppe rauf. Ist es richtig, wenn ihr eine Treppe findet, die nach oben geht? Wenn du eine Treppe findest, die nach oben geht? Ja. Lang und gewunden? Ja. Da bist du hergekommen. Aber das war nicht die Tür, aus der ich gekommen bin. Bist du dir da so sicher, nachdem du da rumgelaufen bist? Ja, und rumgelaufen? Über der Tür, aus der wir gekommen sind, ist ein Gesicht in der Wand, in den anderen nicht. Echt? Ja. Hast du nach der Szene eine, nach der Treppe eine Szene? Nee, aber ich habe jetzt gesehen, das war tatsächlich doch ein Gesicht drüber, das habe ich nur übersehen. Wenn wir nur bleiben könnten. Also da weht Wind durch den Vorhang da. Auch. Da nicht, hier weht wieder Wind, aber das ist wieder eine Treppe nach oben. Wirklich? Farah? Hä?
war es einer, den wir beide träumen. Möchte mir jemand diese Szene erklären? Sie macht nämlich so herzlich wenig Sinn. Also es gibt keine zweite Treppe. Sehe ich das richtig? Also keine, die du als Treppentreppe siehst. Weil ich jetzt schon wieder eine Treppe gefunden habe. Ich bin nicht einmal komplett rumgerannt. Also, nicht so lange hier. Oh nein. Durch den Fong wird kein Wind, durch den Fong wird kein Wind, durch den Fong wird kein Wind, durch den Fong wird Wind. Oh, das hat auch nichts gebracht. Farah, wo seid ihr? Hier bin ich! Oh, können die mal aufhören mit Farah, wo seid ihr? Hier bin ich! Stehe etwas auf dem Schlauch. Wo seid ihr? Ich bin doch hier. Ich lasse dir noch ein bisschen Zeit, bevor ich dir den Trick verrate. Verrate mir lieber sofort, ich sehe überhaupt nichts. Okay, dann setz mal die Kopfhörer ab und konzentriere dich auf den Vorhang, aus dem so ein Wasser... Wo ja, das kann ich natürlich nicht rausfinden mit den Kopfhörern. Plätschern kommt. Das hättest du mir auch sagen können, weil das kann ich nicht rausfinden. Dann komme ich durch einen anderen Vorhang einfach wieder raus. Hier bin ich. Dann musst du so lange das machen, bis du den richtigen findest. Bin ich einmal komplett im Kreis gelaufen. Ach, jetzt fällt was aus dem anderen. Au! Och, Prinz, da solltest du gar nicht hoch. Sollen wir ein Bad nehmen? Wovon redet ihr nur? Wo seid ihr? Schließt mich in eure Arme. Ich sehe euch nicht. Also da hätte ich wirklich noch Stunden rumlaufen können und nichts gesehen. Was zum... Also das wird langsam lächerlich. Farah? Schließt mich einfach in eure Arme. Mit wem redet ihr denn da? Ich habe schon so lange gewartet. Farah, hör auf, im Hintergrund blöd rumzulabern. Warum seid ihr so abweisend? Farah? Könnt ihr mich hören? Sei mal ruhig, ich höre sonst das Plätschern nicht. Puh. Ja, du hast mir vorhin auch gesagt, ich soll die Klappe halten. Ja, weil ich wissen wollte, was Farah mir erzählt, das Kakologium. Ja, ich muss Plätschern hören. Farah? Oh, ich habe endlich eine Sequenz gefunden. Ich höre dann. Es ist wunderbar. Prinzlein. Prinz, bist du ein starker... Nein, du sollst ja nicht runterspringen. Bist du ein ganz toller, starker Kerl? Nein, bist du natürlich wieder nicht. Prinzi, 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 es gibt gerade Wichtigeres zu tun. War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war...
Dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Der Prinzip, man legt seine Waffen noch einfach weg. Oh nein. Zumal du in Visionen immer und immer wieder gesehen hast, wie Farah dein Dolch nimmt. Toll. Ohne Waffen? Ja, ohne Waffen. Ja, dann kann ich ja wohl nur wegrennen. Richtig. Oh nein. Hä? Oh, toll. Da oben ist auch noch ein Schutzschild und die einzige Waffe rum. Ja. Toll, jetzt haben wir noch Lichträtsel. Ja. Ist mir auf immer nur ja zu sagen. Wenn ich dieses Lichträtsel selbst momentan schon mal gelöst hätte, könnte ich dir vielleicht sagen, ja, ist gar nicht so furchtbar, wie es aussieht. Ich weiß ja nicht, wo du steckst. Am Lichträtsel. Ja, das weiß ich jetzt auch. Nee, der sieht nicht. Der kommt nicht. Nee. Oh, ich bin ja so eine Blitzbirne. Ich muss erstmal so gut erkennen, was ich in diesem Rätsel machen soll. Soll ich alle Steine zum Leuchten bringen? Nein. Ja, dann soll ich höchstwahrscheinlich auf dieses blöde Symbol das zum Leuchten kriegen. Aber ich sehe gerade keinen Weg, wie das gehen soll. Das geht aber tatsächlich. Ja, dass es geht, ist mir klar. Aber hey, immer, dass du das Symbol bemerkt, ich nicht. Ja doch, das habe ich ziemlich am Anfang sofort gesehen. Nee, auch eindeutig. Ich muss den Lichtstrahl in eine komplett andere Richtung lenken. So, für den Fall, dass ich jetzt gleich sterben sollte, merke ich mir mal, wo ich die Sachen hingeschoben habe. Nee, das klappt alles nicht. Vielleicht klappt es mit dem, aber dafür müsste der auf die komplett andere Seite des Raums und das funktioniert nicht, weil da dieses blöde Teil im Weg ist. Ja, so geht. Ich sehe schon, ich sterbe. Ich würde mich erstmal sehr freuen, wenn Prinz diesen Strahl verschieben würde. So, dann geht er... Ist ja niedlich. Ja, hier. Der steckt immer noch den Dolch weg, obwohl er keinen mehr hat. Ach so! Noch ein großes Problem, wie soll ich denn die Sandbenutzer ohne Dolch? Du kriegst ein tolles neues Schwert. Ja, ich weiß ja noch nicht, was das kann! Sandmonster endgültig zerstören, ohne dass du sie aussaugen musst. Praktisch. Prinz, könntest du den Spiegel im Lichtstrahl lassen? Beim nächsten Mal fangen wir hier. Nee, das hat jetzt irgendwie es nicht gebracht. Im Prinzip müsste hier ein Lichtstrahl hinkommen. Tu
Tut er aber nicht. Warum tut er das nicht? Siehst du, ich bemerke das Symbol und komme trotzdem nicht dran vorbei. Gut, du nimmst die ersten... Nee, das kriege ich irgendwann selber hin. Das Gut. kommt ja nicht darauf hin, dass ich was hören muss. Gut. Ich meine, am Anfang nach rechts gibt es gar keine andere Wahl. Ja. Wie ihr wünscht. Macht doch den Kling. Und dann kann ich ihn eigentlich auch nur auf den nächsten Kristall lenken. Aber danach macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Seide natürlich. Prinz stöhnt nicht immer so rum. Was machst du eigentlich? Ach, der zieht an dem... an den Gedönsdingern ja, da. Ja, das und nichts anderes tut er. Toll, das... Naja, die sind schwer! Das klappt auch nicht. Den immer so lasse. Reflektiert der nach hier. Was könnte ich denn hiermit machen? Dann könnte ich... Wie ihr wünscht. Da steht der jetzt im Weg. Super. Vorhang. Ich kann dich jetzt gar nicht gebrauchen, dass du im Weg bist. So, jetzt reflektiert der dahin und der dahin. Dreh dich, Prinzchen, dreh dich. Und renn nicht schon wieder in den Speicherstrahl. Und jetzt habe ich zwei, die in komplett falsche Richtung zeigen für Spiegel. Ah! Und die haben auch so stehen, dass Prinz nicht an ihnen vorbeikommt. Wär schön, wenn ich den da rein tragen könnte. Aber das sagt Prinz, geht ja nicht. Was eigentlich total gehen müsste, aber wenn Prinz das meint... Auch ein Wasserbrunnen. Der einzige Weg, dass da ein Lichtstrahl hinkommt, ist, wenn der hier ihn drauf reflektiert. Sprich, es möchte den Lichtstrahl von hier kommen und den treffen. Wie kriege ich das hin? Ich renne ein Unendlichkeitszeichen. Ja, es tut mir ja schrecklich leid, dass ich dieses Rätsel nicht gelöst bekomme. Ich sag doch gar nichts. Ich kommentiere bloß, was ich hier mache, damit du nicht die ganze Zeit reden musst. Der lang, dabei ist keine großen Fragen hab. Ja, ich glaube, ich hab's. Juhu! Bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Nee, das klappt auch nicht. Wieso klappt das auch nicht? Ich hab mich schon so für dich gefreut. Ein bisschen weniger Enthusiasmus, bitte. Das war zu viel. Ich bin gerade... Ich hab mich doch so schon für dich gefreut! Und ich bin damit beschäftigt, Unendlichkeitszeichen zu laufen. Wenn der hier drauf reflektiert, müsste der doch den treffen.
Was kann ich noch laufen? Und so viel zum Thema, ich sterb gerade. Jetzt nicht mehr. Du bist überhaupt nicht gestorben. Eine dreiste Lüge. Ja gut, ich habe dann halt ganz voll dreist gelogen. Wie ihr wünscht. Es war aber nicht mit Absicht. Was nichts daran ändert, dass ich gerne bei Gelegenheit ein Wasserbecken hätte. Ich glaube, ich habe auch gerade eins gefunden. Vorausgesetzt, ich überlebe das da hinkommen. Ups, Prinz hoch da. Wenn nicht zu weit. Ich bin immer noch am Speicherpunkt. Speicherpunkt, von dem ich keine Ahnung habe, wo er ist. Nachdem du das Schwert hast, bist du ein bisschen auf Klettern unterwegs, hast ein paar Gegner und dann ist da dein Speicherpunkt. Ich sehe die Lösung nicht. Ich könnte den höchstens noch dahin schieben, aber das habe ich gerade schon mal gemacht. Das hat auch nichts gebracht. Soll ich mich bemühen, zu versuchen, dir doch zu erklären, wie es funktioniert? Ich versuche noch gerade den Sinn dahinter zu erkennen, aber ganz knapp das nicht. Wenn der jetzt darüber reflektiert, dann kann ich auch nur wieder das herstellen, was ich gerade schon mal hatte. Es sei denn natürlich, ich kann... Nee, das klappt doch auch nicht, nie im Leben. Könntest du mir einen Hinweis einfach mal geben, weil ich verbiere hier alles und es klappt nichts. Du brauchst nur die beiden hinteren, mittleren Säulen von den Feststehenden. Ansonsten nimmst du nur die Spiegel. Aber ich muss am Anfang doch automatisch nach rechts. Ja. Und dann gehst du nach, von dem Strahl aus gesehen, nach links. Zu den beiden mittleren, reflektiert weiterleuchtenden Säulen. Ich weiß gar nicht, worauf du hier hinaus willst. Ich gehe nach rechts. Und dann trifft er eine von diesen, von den feststehenden Säulen. Du hast da im vorderen Bereich zwei Spiegel, ja, die du verschieben kannst. Aber den kann ich ja nur einen der beiden hinteren mittreffen. Hä? Mit dem anderen kann ich ja nur einen von den ganz hinten treffen wieder. Ja. Du musst doch einen von den ganz hinten treffen. Oh, warum machen die so kompliziertes Rätsel draus, wenn es so einfach ist? Die lenken einen mit den ganzen Spiegeln aber nur ab. Hä? Also ich habe alle vier Spiegel gebraucht. Ja, natürlich brauchst du einen Spiegel, aber ich dachte, du brauchst auch die Säulen. Nee. Dass die so reflektieren, darauf muss doch erstmal kommen. Ja, Prinz, hau wieder auf den Boden ein. Hey, immerhin ist dir aufgefallen, dass du das Symbol mit dem Lichtstrahl nur treffen musst und nicht so wie ich siebenmal den Block hin und her verschieben? Da muss doch eine Sequenz kommen, wenn ich das aktiviert habe. Ups. Wenigstens bis... War das nicht. Sag mal, was machst du da? Ich hab grad meinen nächsten Tod für Todeszähler. Ja, das kommt vom ganzen Muss nicht tun. Das ist wahr. Was alberst du auch da rum? Ich könnte hier auch stehen und mich langweilen, aber Ganz ehrlich, wenigstens als du, nachdem du das Symbol gesehen hast, das nach 2 Sekunden gelöst gehabt. Stimmt nicht. Ich habe das Symbol gesehen, nachdem, kurz bevor ich es gelöst habe. Hey, das neue Schwert ist toll. Ja, ist es. Mal, ja, dass die Gegner immer noch abwehren, ist natürlich nicht so toll. Ich kann speichern. Whee! Geh speichern! Ich bleibe dabei, das erste Rätsel konnte ich gar nicht lösen, ohne dass du mir sagst, dass ich was hören muss.
Und das zweite Rätsel haben sie mich mit viel zu vielen Sachen, die drumherum sind, verwirrt. Ja, haben sie ganz böse gemacht. Ja. So, ich kann. So, kannst du weiterlaufen? Ich kann wieder weiter. Ist super. Geh mal die Wand hoch. Dachte ich. Tue ich auch. Du kannst auch versuchen, runterzugehen. Da ist dann noch ein Lebensupgrade. Ah. Prinz, jetzt mach hier wieder keinen Quatsch. Prinz. Ja, da ist ein Lebensupgrade, aber wo? Runterklettern. Ja, ich bin runtergeklettert, da ist mir der Boden weggebrochen und ich komme nicht weiter. Dann guck mal nach unten, da müssen die Balken sein. Ich dachte, das wäre was im Hintergrund. Nein, das ist ein Balken, da kannst du draufklettern. Das habe ich einfach nur für Dekoration gehalten. Prinz, du sollst nach oben springen, nicht nach vorne. Prinz, hör auf, runterzufallen. Du bist der Balance. Prinz möchte nicht nach oben springen. Er springt immer nur nach vorne. Prinz, halt dich da fest. Geht doch. Mein Gott, wie gut haben sie das Teil denn versteckt? Du hast den Brunnen gefunden? Nein. Du bist am Hebel? Nee, ich bin wieder ganz oben. Ja, dann bist du an den Hebeln vorbeigekommen. Ja. Also an einem. Da war eine Tür. Ja, da war eine Tür. Ja. Eine Holztür. Die kannst du mit deinem tollen neuen Schwert zerschlagen. Die sah viel zu massiv aus. Die man bislang zerschlagen konnte, waren alle kaputt. Du bist jetzt ein voll cooler Sprint mit einem voll coolen Schwert. Sie haben mir nicht verraten, was das Schwert alles kann. Das haben sie noch nie gemacht. Doch. Bei dem ersten Schwert, das wir gekriegt haben, haben sie uns auch gesagt. Was das zweite konnte, habe ich nie begriffen. Das war einfach nur ein anderes Schwert. Das konnte bessere Wände zerschlagen. Echt? Ich dachte, ich könnte die alten damit auch schon mit meinem alten auch zerschlagen können. Mist! Ich hätte vielleicht doch nochmal schleichen gehen sollen. Oh nein, ich habe mein Lebensupdate bekommen. Prinz, jetzt geh da wieder hoch. So, und jetzt klettern wir die Wand hoch. Und jetzt speichern wir das nochmal. Ich will da nicht nochmal hoch.